Jetzt haben wir sie also, die Daten zur Inflation in den USA, auf die die Märkte so hingefiebert haben. Was bedeuten jetzt diese Daten, die ja ziemlich genau so waren wie erwartet, für die Aktienmärkte und vor allem für die Fed? Denn was die Fed macht, das ist für die Aktienmärkte das alles Entscheidende, das wichtigste Kriterium. Denn die Liquidität ist es, der wichtigste Faktor ist. Alles andere kommt dann irgendwo danach. Natürlich spielen Bewertungen an den Märkten eine Rolle. Fundamentale spielt langfristig eine Rolle. Aber im kurzen Zeitfenster ist Liquidität das, was die Märkte treibt. Und wir wollen uns zunächst mal die Inflationsdaten anschauen. Wie gesagt, wie erwartet. Man hatte ja, was den Vormonat betrifft, die Erwartungen Stück für Stück runtergenommen auf minus 0,1%. So war es denn auch, 0,3% in der Kernrate plus zum Vorjahresmonat 6,5% in der Headline und 5,7%, auch das wie erwartet bei der Kerninflation, also ohne Nahrung und Energie. Und die Märkte waren erstmal nicht happy. Man hatte insgeheim schon gehofft, dass die Zahl unter der 6,5er Marke, die erwartet worden war, bleiben würde, hatte sich dementsprechend positioniert. Und als es dann genauso reinkam wie erwartet, war das ein Stück weit eine Enttäuschung. Die Märkte in der Summe jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos wenig verändert. Mal rauf zunächst, dann wieder runter, dann wieder rauf. Also ein bisschen eine Unsicherheit, wie die ganze Geschichte weitergeht. Aus meiner Sicht sind wir jetzt in einem sehr späten Stadium dieser Rallye. Da kann noch ein bisschen was kommen, aber es ist ein spätes Stadium aus meiner Sicht, das dann eine Korrektur nach sich ziehen wird. Dazu vielleicht später mehr. Schauen wir uns zunächst mal die Inflationsdaten genauer an. Da sehen wir, Energie war der Faktor, der vor allem die Zahl hier nach unten gebracht hat, während Services, also der Dienstleistungssektor ohne Food und Energy hier die ganze Geschichte nach oben gebracht hat, in der Summe dann fast ein Nullsummenspiel. Food war ein Punkt, vor allem das Food außerhalb, also Restaurant, war ein wichtiger Punkt, aber die Energiepreise haben sicherlich geholfen. So oder so, für die Amerikaner ist das der 21. Monat in Folge mit Kaufkraftverlusten, auch wenn Joe Biden heute von den so wunderbaren Lohnsteigerungen gesprochen hat. Faktisch sind das Verluste, Kaufkraftverluste, weil eben die Inflation höher ist als die Lohnanstiege. Und wir sehen, wenn wir uns weiter die Inflationsdaten nochmal anschauen, dass die Kerninflation, also ohne Nahrung und Energie, bei Gütern fast schon eine Deflation ist. Da geht es ziemlich steil nach unten, während der Core Services, also der Dienstleistungssektor im Kernbereich, nach wie vor sehr heiß ist, aber wahrscheinlich eben nach wie vor beeinflusst ist von den verzögerten Daten, die ja durch diese Umfragen erst erhoben werden in Sachen Miete und vor allem in Sachen Owner's Equivalent Rent erhoben werden. Schauen wir uns hier nochmal an, 3 Monate annualisiert, also praktisch so ein Durchschnitt könnte man sagen über die letzten 3 Monate. Güter minus 4,8%, Shelter plus 9,2%, also Unterkunft im weitesten Sinne, und Services ohne Shelter 1,2%. Bis auf Shelter zeigt jedoch alles schon ziemlich stark nach unten. Wir sehen auch die Kerninflation, 3,14% in der Periode Oktober bis Dezember. Das ist der niedrigste Wert seit 15 Monaten. Vor einiger Zeit waren wir noch bei 4,55%. Also auch hier sehen wir, dass eigentlich alles nach unten weist. Dementsprechend die ganze Geschichte vor allem, und das ist für die Fed die wichtigste Kategorie, diese Core ex Shelter, also Dienstleistung, beziehungsweise die Inflation insgesamt ohne eben diesen ganzen Shelter-Bereich, Unterkunft, also Mieten, Häuser, Schnipp und Schnapp. Das ist also hier klar in der Richtung nach Süden unterwegs, aber die Fed, die fürchtet natürlich, dass dieses Inflationsgespenst wiederkommt. Wer weiß, wie die Energiepreise sich entwickeln, wer weiß, was da alles kommt. Man fürchtet eine Wiederholung der 1970er Jahre, als man zu früh eben die Zügel wieder locker gemacht hat und dann das Ganze teuer bezahlen musste. Wir sind also jetzt runtergekommen von 9,1% Inflation in den USA im Juni auf jetzt 6,5% im Dezember. Was hat vor allem die Inflation nach unten gebracht? Autos, neue wie auch gebrauchte Autos, Gasoline, also Benzin, der Energiesektor, Apparel, Kleidung, Medical Care, Food at Home,
Gas Utilities und Fuel Oil. Und was hat die ganze Geschichte nach oben gebracht? Im Shelter, Unterkunft im weitesten Sinne, Transport, Elektrizität, Food Away from Home, also Restaurantbesuche. Das hat die ganze Geschichte nach oben gebracht, aber nicht so, dass wir jetzt eben im Plus gewesen wären, jetzt in den letzten Monaten. Also wir sehen hier bestimmte Trends, die der Fall sind. Und was die Fed natürlich auch hat und auch sieht, sind solche Daten, nämlich wie hat sich das jetzt über das letzte Jahr entwickelt, also wie war die Entwicklung seit vor genau einem Jahr. Fuel Oil 41,5%, Gas 19,3%, Transport 14%, Elektrizität 14%, Food at Home 11%, 8,3% auswärts, Shelter und so weiter und so fort. Also wir sehen, bis auf Gasoline und Used Cars ist da alles sehr, sehr deutlich gestiegen und teilweise schon dick zweistellig gestiegen. Und deswegen ist die Fed ein bisschen vorsichtig eben und sagt, nö, wir müssen jetzt noch weitere Belege haben. Das werden wir in den nächsten Tagen wahrscheinlich noch hören, zumal hier Services less medical, also Dienstleistungssektor ohne Medizin, 8% jetzt gestiegen von 7,6%. Zum Vorjahresmonat, also wir sehen, da gibt es schon noch Triebkräfte, auch zum Beispiel Services less rent, also ohne Miete, der Dienstleistungssektor weiter im Aufwind. Das sind alles Zeichen dafür, dass eben diese Geschichte hartnäckiger sein könnte. Ja, wir werden natürlich sehen, dass die Inflation nach unten kommt, aber sie wird vielleicht nicht ganz so schnell verschwinden, wie manche das hoffen, auch wenn die Situation natürlich so ist, wenn wir zum Beispiel jetzt in den nächsten Monaten jeweils nur Anstiege von 0,2% zum Vormonat bekämen, und das Ganze also 0,2 oder sogar weniger bekommen, dann sind wir bis Mai bei einem Inflationswert zum Vorjahresmonat bei 2, irgendwas. Also das Ganze, das dürfte doch relativ schnell runterkommen, kurzfristig. Das ist eben hier jetzt diese Basiswerte, die da natürlich entscheidend sind, weil die Inflation vorher gestiegen war. Dann liegt die Latte relativ hoch, da ist es dann schwer drüber zu kommen. So, das war es jetzt mit den Inflationsdaten und deren Analyse. Jetzt kommen wir zur Fed und zu den Märkten. Was wird da passieren? Und da hat das Mouthpiece der Fed, Nick Timiraos vom Wall Street Journal, gleich mal einen rausgehauen und hat gesagt, ja, die Fed wird jetzt erstmal die Zinsschritte verkleinern auf 0,25%, und wir sehen die Fed Fund Futures preisen mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 92% ein, dass die US-Notenbank am 1. Februar dann die Zinsen nur um 0,25% anhebt. Hups, das haben wir ja schon gehabt, da habe ich mich in die Richtung geirrt. Und dann haben wir die erste klare Indikation, was jetzt die Fed sagt, auch zu diesen Inflationsdaten. Harker, der Philadelphia Fed-Chef, hat sich geäußert und gesagt, ja, also die Inflation wird uns noch einige Jahre begleiten und es wird einige Jahre dauern, bis wir bei unserem 2%-Ziel sind. Einige Jahre, so sagt er es. Und ich erwarte, so Harker, dass wir die Zinsen über 5% anheben und sie dann dort belassen. Genau das bestreiten ja die Märkte insgesamt, die Anleihemärkte, die Aktienmärkte, alle Märkte eigentlich. Und aus meiner Sicht, so sagt er, sind jetzt 25 Basispunkte Schritte, also 0,25% Schritte jetzt das, was angesagt ist. Und dann sagt er auch weiter, I expect that we will raise rates a few more times this year, a few more times. Also das kann man übersetzen mit mindestens zweimal, wenn nicht öfter. Wenn er sagt über 5%, dann würde es ja bedeuten, dass er eigentlich mindestens 3 0,25er Zinsschritte meint. Auch wenn er sagt, das Schlimmste der Inflation ist wahrscheinlich vorbei und er erwartet, dass die Arbeitslosigkeit von 3,5 auf 4,5% raufgeht. Jetzt schauen wir nochmal auf dieses Verhältnis Märkte zu Fed. Ein Chicken Game oder ein Psychokrieg, wie ich das schon öfter bezeichnet habe. Hier ein wirklich starker, ganz starker Kommentar auf Finanzmarktwelt, der darauf verweist, dass die Märkte ja gedacht haben, ja, aufgrund der Verschuldung können die Notenbanken ja gar nicht wirklich signifikant die Zinsen anheben. Das war ein Irrtum. Wir sind jetzt doch schon ziemlich hoch bei 4,5%, werden wahrscheinlich auf die 5% gehen. Das ist durchaus signifikant. Das haben sich die Märkte so nicht vorgestellt. Und jetzt geht man eben davon aus, dass das auch bald wieder anders wird. Und hier dieser Kommentator sagt, das Entscheidende aus seiner Sicht ist die Höhe der Zinsen und die Dauer, wie lange diese Zinsen auf dieser Höhe sind. Die Staaten haben sich jetzt schon in Zeiten der Nullzinspolitik natürlich vollgesogen mit neuen Schulden zu sehr günstigen Konditionen. Die müssen also nicht zwangsläufig sich jetzt schnell refinanzieren.
Und er verweist auch hier auf die 70er Jahre. Da war auch es eben so, dass die Zinsen doch länger relativ hoch geblieben sind. Und er sagt, die größte Gefahr ist natürlich jetzt die Verschuldung. Denn wenn die Zentralbanken jetzt wieder zu schnell agieren, das werden sie wahrscheinlich nicht wollen. Und er sagte, deswegen haben die Zentralbanken wahrscheinlich oder sind die Zentralbanken jetzt in einer Situation, dass sie die Zinsen lieber höher anheben nochmal, höher als die Märkte erwarten, sowohl für die Fed als auch für die EZB, sagt er das. Und da spielen die Begründungen keine Rolle. Man will diese Animal Spirits, diese, wie soll ich sagen, diese irrationalen Übertreibungen, die wir gestern zum Beispiel schon wieder an den Märkten gesehen haben, mit Schrottaktien wie Bed Bath & Beyond, die über 60% steigen, also dieser ganze Meme-Schrott wieder, all diese Dinge aus den Zeiten der ultralaxen Geldpolitik sind ja wieder da und man will im Prinzip das Ganze wieder auf ein vernünftiges Maß bringen und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Inflation hin oder her, man sieht, dass das Ganze nicht mehr so weitergeht, dass diese Irrational Exuberance, wie ein Greenspan gesagt hat, dieser irrationale Überschwang, der muss erstmal wirklich ausgetreten werden. Das passiert aber nicht, denn hier sehen wir mal den Unterschied zwischen dem, was die Fed sagt. Das ist hier diese Linie, die praktisch da oben verharrt, nämlich wir werden die Zinsen, naja, knapp über 5% anheben und da belassen. Die Märkte sagen, naja, du wirst sie nicht mal auf 5% anheben und dann ganz schnell auch wieder senken, dann geht es relativ schnell nach unten. Das ist also die Fortsetzung des Psychokriegs zwischen den Märkten und der Fed. Und was bedeutet das für die Verbraucher? Hier sehen wir zunächst mal aktuelle Kreditkartendaten aus den USA. Nämlich die Zinszahlungen, die monatlich die Verbraucher leisten müssen, die liegen jetzt bei knapp 15 Milliarden Dollar pro Monat, nur an Zinszahlungen. Hier sehen wir, das ist ein Anstieg von 450% seit dem Jahr 2000 und alleine von Oktober auf November ein Anstieg von 19%. Also die haben sich nochmal richtig vollgesogen mit Krediten, haben ihre Kreditkarte ausgelastet, die Amerikaners, und das werden die nicht lange durchhalten. Das wird nicht wirklich lange gehen. Fast ein Drittel der Amerikaner kann sich eigentlich das derzeitige Leben überhaupt nicht mehr leisten, das man derzeit führt. Das wird besonders am Hausmarkt dann etwas sichtbar, wo hier 44% die Mortgage Purchase Index gefallen ist, also praktisch die Hypotheken. Kredite deutlich rückläufig sind. Gestern haben wir Zahlen ja von KB Home, diesen Immobilienunternehmen aus den USA, gehabt. Und da berichtet man, dass im vierten Quartal 68% aller Aufträge storniert wurden. Mehr als zwei Drittel also. Also da sehen wir, wie stark die ganze Geschichte hier abkühlt. Und Druckenmiller, der legendäre Investor, der sagt, ja, das könnte jetzt eine ziemlich ungute Mischung werden. Und jetzt beginnt ja morgen die Berichtssaison der US-Bank mit Citigroup, Wells Fargo, JP Morgan und wie sie alle heißen. Und die Banken sagen uns also meistens, okay, wir haben den Boden bei den Aktien erreicht, auch Europa keine Rezession mehr. Gleichzeitig entlassen eben diese Banken aber sehr, sehr viele Leute. Das ist ein gewisser Widerspruch, der da erkennbar ist. Wir werden sehen, wie jetzt die Berichtssaison, die morgen eben mit den Banken beginnt, ausgehen wird. Und wenn wir nochmal zu den Märkten kommen, ist das eigentlich nicht eingetreten, was JP Morgan erwartet hat, wenn wir schon bei den Banken sind. Wir sind ja genau bei 6,5% gelandet. Da hat JP Morgan gesagt, wenn wir 1,5 bis 2% steigen, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video hier mache, ist das nicht der Fall. Wie gesagt, erst runter, dann rauf, dann wieder runter, dann wieder rauf. Mal sehen, wo wir dann letztendlich landen. Aber man hatte eben, wie gesagt, gehofft, dass die Zahl niedriger ausfallen wird. Und wenn wir jetzt nochmal zu den Märkten kommen, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir in einer sehr späten Phase der Rallye sind. Dafür gibt es verschiedene Indikatoren, verschiedene Anzeichen, statistische Wahrscheinlichkeiten. Aber die größte Wahrscheinlichkeit, meine Damen und Herren, ist Jim Cramer, der gestern gesagt hat, also die Charts sehen so nach aus, als würden wir jetzt einige Monate eine Rallye sehen. Und das ist natürlich eine richtig schlechte Nachricht für die Bullen, meine Damen und Herren. Denn wenn der hundertprozentige Kontraindikator das sagt, dann wissen Sie, was da natürlich auf uns zukommen wird. Abschließend noch zwei Artikelempfehlungen. Harker, den ich vorhin schon ins Spiel gebracht hatte,
mit seinen Aussagen. Schauen Sie sich das mal an, denn da kriegen Sie ein Gefühl dafür, was genau die Fed denkt, wie sie tickt. Das ist für Sie als Investor, als Player am Markt, glaube ich, sehr, sehr relevant. Erste Artikelempfehlung. Und Immobilienmarkt auch etwas sehr Wichtiges, nicht nur in den USA, sondern auch hierzulande sehen wir, dass die Aktivitäten dort maßgeblich zurückgehen. Immobilienpreise in Deutschland fallen weiter. Aktuelle Daten hochinteressant. Also zwei Artikelempfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao. Und bis morgen zum Videoausblick. Ciao.